Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Gummiseele. Im fünften Teil der Kiwi Musikbibliothek berichtet Frank Gosen über seine lebenslange Liebe zu den Beatles. Eine Rezension von Sascha Seiler. Ich sage dir, es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk. Friedrich Hölderlin, Hyperion an Bellarmine, 1797. Der Erfolg der im Herbst von Kippen, Heuer und Witsch gestarteten neuen Musikbibliothek hat den Verlag wohl selbst überrascht. Ullmanns Buch über die Toten Hosen schaffte es im Oktober sogar in die Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Das Konzept hat der Verlag wohl in Anlehnung an die seit vielen Jahren beliebte britische Reihe 33 ein Drittel entworfen, bei der vornehmlich Journalisten und Wissenschaftler, aber auch hin und wieder Musiker und Schriftsteller je ein Buch über ihr Lieblingsalbum schreiben. Regeln gibt dabei es keine, ob Roman, autobiografische Skizze, wissenschaftlicher Essay oder einfach nur Fan-Euphorie, alles ist erlaubt. Die Kiwi-Reihe ist allgemeiner konzipiert. Beschäftigen sich die im ähnlichen Format wie der britische Vorläufer erscheinenden Bände doch mit einzelnen Interpreten oder Bands und nicht mit spezifischen Alben. Bisher war das Ergebnis zweischneidig. Ullmanns Band war eine lose, zusammengewürfeltes, unstrukturiertes Sammelsurium von Anekdoten, die man mitunter auch schon von seinen Bühnenansagen oder Interviews kannte. Das Buch von Tino Hanekamm über Nick Cave hingegen war eine Art autobiografische Road Novel, ein wunderbares Buch, das nicht nur unterhaltsam die Irrfahrten des Tino Hanekamm schilderte, sondern auch einen tiefen, emotionalen Einblick in das Schaffen Nick Caves gewährte. Nun also beginnt die zweite Runde mit einem Buch über die Beatles. Dass der Autor den Namen Frank Gosen trägt, verspricht kurzweilige Unterhaltung mit einer Menge musikalisch inspirierter Situationskomik im Stile Nick Hornbys. Und tatsächlich liefert Gosen einen wundervoll unterhaltsamen, leider aber auch etwas inkongruenten Blick auf seine Leidenschaft für die Fab Four. Dabei entscheidet sich der Bochumer Autor für eine Dreiteilung. Im ersten Teil, dem gelungensten des Triptychons, erzählt er über seine musikalische Sozialisierung durch die Beatles. Er berichtet, wie sein Vater, ein Elektriker, ihm die ersten Platten der Band als Bezahlung für Schwarzarbeit bei einem Bochumer Hi-Fi-Geschäft mitgebracht hat. Und wie es nach dem Hören des roten Albums und des blauen Albums um ihn geschehen war. Es ist ein wunderbar melancholischer, gleichsam witziger Bericht über eine Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet und das ist schließlich Gosens Spezialität. Umso unverständlicher, dass dieser Bericht abrupt abbricht, um dem zweiten Teil Platz zu machen. Hier begibt sich der zeitgenössische Gosen bereits mit dem Auftrag, das vorliegende Buch zu schreiben, ausgestattet mitsamt Frau und zwei Teenie-Söhnen nach Liverpool, um eine Beatles-Sightseeing-Tour mitzumachen. Dieser Text ist extrem zäh, nur leidlich komisch und ergibt beim Gesamtkontext des Buches auch nicht allzu viel Sinn. Natürlich ist es interessant zu erfahren, dass Liverpool zumindest in den Augen des Autors mittlerweile zu einer Art Beatles-Ballermann verkommen ist. Auch die Begehung der vielen historischen Orte ist mit viel Liebe und oft auch mit einem Augenzwinkern beschrieben. Doch ist man gleichzeitig froh, wenn dieser Teil vorbei ist und sich Gosen wieder seinem eigenen Verhältnis zu den Platten der Fab Four widmet.
Im dritten Teil nämlich holt der Autor seine alten Vinylplatten aus dem Keller, kauft sich einen Plattenspieler und merkt mit circa 12 Jahren Verspätung dann auch, dass Vinyl allen anderen Formen der Musikspeicherung weit überlegen ist. An dieser Stelle nimmt man ihm seine Musikaffinität irgendwie nicht mehr so richtig ab. Und obwohl dieser letzte Teil recht interessant ist, weil Goosen die Alben der Beatles nochmal einzeln durchhört und für uns Leser, durchaus kundig, bis auf seine Einschätzung zu Let It Be, darüber muss noch gesprochen werden, kommentiert, wirkt es, als habe er für das dritte Segment keine Zeit mehr gehabt, etwa wenn er verspricht, sich nochmal dem blauen und roten Album zu widmen, auf denen schließlich auch die Non-LP-Singles versammelt sind und dies dann doch nicht tut. Vergleicht man dann das Buch mit den oben erwähnten, so steht The Beatles zwischen dem humoristisch-emotionalen Zugang von Hanekamp und der Schlampigkeit von Ullmann. Ein unterhaltsames Werk für Goosen und Beatle-Fans gleichermaßen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gummiseele. Im fünften Teil der Kiwi Musikbibliothek berichtet Frank Goosen über seine lebenslange Liebe zu den Beatles. Eine Rezension von Sascha Seiler. Es las Marlisa Thum. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.